Heute zusammen, willkommen in der Schweizer Bastelbude. Und heute bauen wir eine Base. Styrodur und Hartschaumplatte. Die Styrodur sind 9 mm dick. Wird anpasst auf die Hartschaumplatte. Ja, wieder Aluminiumfolie. Um eine raue Oberfläche der Steine zu kreieren. Macht man permanent. Das Styrodur auf die Hartschaumplatte aufkleben, mache ich ganz normal mit dem Weißleim Bastelkleber. Wird dann später noch mit Handelsscheiben beschwert. Ja, hier war eigentlich geplant, dass ich Strukturpaste nehme, um die Oberfläche zu machen. Hat nicht wirklich funktioniert. Hab dann anschließend nachdem ich festgestellt habe, dass es nicht funktionieren tut, habe ich 1 mm Styrodurplatte aufgeklebt. Und da sieht man jetzt die 1 mm Styrodurplatte, wie ich es graviere. Zu ganz normaler einer gepflasterten Straße. Man sieht auch, mehrfach fahre ich die Konturen hinterher. Um eine bestimmte Tiefe zu bekommen. Das ist natürlich auch ein bisschen Gefühl und ein bisschen Erfahrungssache. Auf jeden Fall geht es schneller als wie Einzelsteine. Definitiv geht es schneller. Und wieder Aluminiumfolie, so eine kleine Kugel gepresst bzw. gerollt, um einfach die Unebenheiten der Steine darzustellen. So, jetzt kommt das Gesamtbild. Nach dem Gravieren. Farbgebung. Zementgrau. Ich benutze viel Vallejo, Amo of Mick, Revel. Und das sind so meine drei Farbsysteme, wo ich hier zur Verfügung habe. Ja, braune Flächen wird dann nachher Gras bzw. ja, Garten, Erdebereich. Habe ich dann im Vorfeld auch schon gleich bemalt. In der Zeit, wie die Grundierung bzw. Grundierung, die Grundfarbe Zementgrau trocknen kann. Und wie immer unregelmäßig auftragen. So, Medium Grau, die erste Einzelfarben. Auch wieder lang, nicht lang studieren. Einfach bemalen. Ja, die zweite Farbe drauf. Verschiedene Grautöne, Medium, Dunkel, Hell. Na, dritte Farbe, Pale Blue Gray.
setzt sich schön ab. Schöne Farbe, toller Effekt. Gefällt mir sehr gut. So, Dark Ghost Tray. Natürlich bin ich hergegangen und habe nur kleine Ausschnitte gemacht, gerade in dem Mac, dass man einfach sieht, oh, das ist der Unterschied. Like Gold Grey. Man braucht nicht viel Farbe. Das ist das Schöne daran. Wird natürlich später runtergewascht. So, US Air Force Light Grey. Sieht man schon ein bisschen den Unterschied. Wenn es zu viel ist, einfach wieder drüber. Dann sieht man ein bisschen die Farbe runter. Wird ihr gleich sehen. Oben links. Genau. So. Das war zum Thema Farbgebung. Ja, jetzt ganz einfach Sand. Dunkler Sand habe ich mich entschieden dafür. Und erstmal ein grober Pinsel einfach die Fugen füllen. Easy. Ganz einfach. Muss nicht 100% korrekt sein. Aber ein toller Effekt. Wirklich ein toller Effekt. Denn hier tue ich das bereits schon mit Weißleim, mit Wasser verdünnt, dass es flüssig ist, tue ich schon auftragen. Und keine Sorge, auch wenn das jetzt ein bisschen viel ist, ein bisschen arg viel, was ich da erwischt habe. Das wird glasklar, transparent. Das sieht nachher kein Mensch. Und es wird fest. Es wird definitiv fest. Definitiv fest. Echt krass. Ja, Pigmente an die Kante ran. Und dann mit dem Pinsel. Mit einem trockenen Pinsel, wohl bemerkt, einfach entlang die Kante. Das grobe Dreck am Randstein. Und dann auch wieder mit einem Pigmentbinder oder Weißleim mit Wasser vermischt. Einfach fixieren. Ich habe jetzt der Original Pigmentbinder benutzt. Genau. Das gleiche Fugen füllen mit kleinen Grasfasern und auch wieder mit Weißleim fixieren. Ich bin hergegangen, habe dann einen trockenen Pinsel einfach die grünen Teilchen hier in Position gebracht. Wie man das hier besser sieht. Moos. Unkraut. Jet. So. Jetzt machen wir schon ein Highlight. Die Abnutzung der Bordsteine. Einfach ganz leicht Old Age nehmen, ein bisschen reingezoomt, genau, dass man es ein bisschen besser sieht. Na, bei vielen Steinen habe ich das gemacht, nicht nur bloß die Bordsteine, sondern auch Gehwegplatten und auch die Straße selber, sieht man hier ein bisschen besser gut, einfach die Kanten.
Lauf der Zeit nutzen sich die Steine halt einfach ab. Und so haben wir es simuliert. Keine Angst, man kann nie zu viel Farbe auftragen. Ja. Easy. Bisschen fummeles Arbeit, aber die Belohnung ist der Effekt. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Finde ich. Das ist die Belohnung. Ja, das gleiche auf der gepflasterten Straße. Einfach nur ein bisschen paar Kanten. Man braucht nicht viel Farbe. So, und da sind wir schon beim Wash. Das ist ganz normale Grau, dunkelgrau, viel Wasser, wie immer. Und es bietet sich an, natürlich alles nass zu machen. Dann verläuft das Wash viel besser. Viel besser. Das Styrodur nimmt natürlich viel Farbe auf. Auch noch beim Wash, auch wenn es trocknet, das ist schon unglaublich. Aber das habe ich schon mal erzählt beim Haus. Das zieht ja wirklich die Farbe vom Pinsel runter. Das ist unglaublich. Was ich verbraucht habe. So. Das Wasch dann auch fertig. Schön beim Liegen. Dann füllt sich das alles. Habe ich noch Aufnahme gemacht hier, wo ich nicht punktuell, aber nochmal ein dunkler Effekt gebracht habe. So, das gesamte Ergebnis kann sich sehen lassen. Bin ich recht zufrieden. Und wie man sieht, es ist noch feucht. Es klart noch aus und es ist super. Das finale Ergebnis. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt euch Sorg, bleibt gesund, schaut unseren Kanal, abonniert unseren Kanal. Eure Schweizer Bastelbude. Kluon. Danke, merci.